Liebe Menschen, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem heutigen Seminar beim Aufklärungskanal Internationales Zentrum für Menschenrecht zum Thema außervertragliche Schuldverhältnis Gerichtsvollzieher. Und der Enrico liest uns das Dokument erst vor vom Gerichtsvollzieher 2, weil darauf baut sich das Gerichtsvollzieher-Einschreiben auf. Enrico, von mir aus kannst du anfangen. Ja, hallo, ihr lieben Menschen. Also ich habe heute die Ehre, euch das ganze oder eigentlich euch das ganze Menü ein bisschen durchzuführen. Aus gegebenen Anlass ist ja natürlich jetzt gerade mit den Gerichtsvollziehern im Moment ja die Willkür am größten und die Delegierten haben sich Gedanken gemacht, wie wir am besten gegen das Ganze vorgehen können und wie wir euch als Menschen natürlich auch unterstützen können, so dass wir vor dieser Willkür sehr, sehr viel Ruhe kriegen. So, dazu haben wir euch ja das Schreiben 2 in den Chat schon reingelegt. Das möchte ich jetzt kurz durchgehen. Werde nach gewissen Absätzen mal eine Pause machen, wo sich dann die Delegierten dazu äußern, warum ist das so wichtig oder beziehungsweise wie sind da Zusammenhänge. Es geht einfach darum, zu sehen, wie jetzt gerade Geschäftsanweisungen der Gerichtsvollzieher verendet oder geendet sind. Dann die Gerichtsvollzieherverordnung. Das heißt im Endeffekt, dass wir sehen, warum ist dieses Schreiben, so wie wir es dann für den Gerichtsvollzieher schreiben, so, dass es für jeden passt und auch nachvollziehbar ist. Im Anschluss werden wir natürlich dann ein paar Fragen noch generieren. Und es ist dann auch wichtig, dass ihr jetzt nicht mehr allein gelassen werdet, sondern dass die Delegierten parallel zu dem Schreiben, was wir euch dann noch vorstellen, auch handeln werden in Generalbundesanwalt, Polizeipräsident und so weiter. Aber dazu kommen wir dann später. Also wir fangen jetzt an. Private sich rechtswidrig nennende Gerichtsvollzieher begehen völkerrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit der Folge von Kriegsverbrechen, Verbrechen der Aggression etc. Die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Verantwortlichen der Verbände juristischer Personen haben die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, auch EGMR 7552901, kein Recht auf faires Verfahren und kein Recht auf wirksame Beschwerde mit den treuhänderischen Verwaltungsakten der Verbände juristischer Personen. Als schwerste Menschenrechtsverletzung mit der Folge von Kriegsverbrechen etc. gegenüber den Menschen, Gläubiger und Zivilisten mit in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Dazu kann man vergleichen beim Bundesverfassungsgericht. Aktenzeichen steht hinten dran. Warum ist das wichtig? Übergebe ich mal das Wort als erstes mal dem Andi. Ja, das ist ein völkerrechtliches Urteil. 7559-01 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die haben eben festgestellt, dass es kein Recht auf faires Verfahren und kein Recht auf wirksame Beschwerde gibt. Und hier ist nochmal festgelegt vom Bundesverfassungsgericht, dass diese Entscheidung mit einbezogen werden muss. Also diese völkerrechtliche Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Also später kann niemand sagen, ja, sie hätten das nicht mit einbezogen. Also das Bundesverfassungsgericht hat das so festgelegt, ja. Okay, dann gehen wir weiter. Der treuhänderische Verwaltungsakt darf nur im öffentlichen Recht als den Grundrechten, dem Völkerrecht und seinen Verträgen getätigt werden. Privat ist im öffentlichen Recht grundsätzlich nicht erlaubt. Da gibt es auch vom Landgericht Frankfurt, Aktenzeichen unten, die Gesetze, welche nicht an das öffentliche Recht gebunden sind, verletzen die ewigen Normen des Naturrechts. Die Gesetze sind ihres Inhalts wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Sie entbehren nicht nur der verpflichtenden Kraft, sondern sind rechtsungültig und dürfen von niemandem befolgt werden. Ihr Unrechtgehalt ist so erheblich, dass sie niemals zur Würde des Rechts gelangen können, obwohl der Gesetzgeber diesen Inhalt in die äußerliche gültige Form eines Gesetzes kleidet. Da kann der Frank mal ein bisschen was zu sagen. Ja,
Oft gibt es noch Fälschungen nicht. Ja, also bin jetzt ein bisschen sprachlos, was du mich haben wolltest. Ja, das Ganze ist immer ein Unrecht, was mich im Prinzip überrennt. Und es wird einfach getan und es wird einfach gemacht, und obwohl da ja jede Grundlage fehlt. Und ja, das ist so, ich sage jetzt mal, das Genau, hat mich sehr. Was das ist denn? ein treuhänderischer Verwaltungsakt, der gemacht Ja, wird hier von ja. den Gerichtsvollziehern. Und der darf nur im öffentlichen Recht gemacht werden. Das finden wir auch im Paragraph 35 Verwaltungsverfahrensgesetz. Also nur im öffentlichen Recht darf ein treuhänderischer Verwaltungsakt getätigt werden. Öffentliches Recht sind Grundrechte. Das ist das Völkerrecht, das sind völkerrechtliche Verträge. Gegenüber dem öffentlichen Recht sehen wir das Privat. Und der Gerichtsvollzieher ist privat. Also er ist nicht im öffentlichen Ja, Recht. ja. Und er kann das öffentliche Recht nicht machen. Er kann den treuhänderischen Verwaltungsakt nicht tätigen. Die Grundrechte nicht, das Völkerrecht nicht und die völkerrechtlichen Verträge nicht. Er ist privat, aber da kommen wir gleich noch zu. Und privat ist im öffentlichen Recht grundsätzlich nicht erlaubt. Das öffentliche Recht ist eine feste Konstante. Die darf nicht verändert werden. Die darf nicht verkleinert werden. Die darf auch nicht berührt werden, wenn ein Teil aus den Grundrechten verletzt wird. Verletzt sind alle anderen Grundrechte auch verletzt. Also das öffentliche Recht, die Grundrechte, das Völkerrecht, die Verträge dürfen nicht verletzt werden. Und wenn man das privat macht, sind die verletzt. Deswegen ist privat, oder wenn man das privat macht, ist das Recht verändert. Deswegen hat man es privat gemacht, hat man das Recht verkleinert. Und deswegen darf man das nicht privat machen. Keine private Gruppe darf sich das öffentliche Recht für sich anmaßen. Das öffentliche Recht ist für alle da. Das darf man nicht verändern. Okay, das Ganze finden wir jetzt in der Geschäftsanweisung für den Gerichtsvollzieher, und zwar unter dem Paragraphen 2, Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit. Der Gerichtsvollzieher ist von der Ausübung des treuhänderischen Verwaltungsaktes ausgeschlossen. Das sieht man im Paragraphen 155 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Da er privat mit dem Fehlen des öffentlichen Rechts Straftaten, völkerrechtliche Verbrechen begeht. Der Gerichtsvollzieher ist in der Sache, und hier ist wichtig, es ist wieder der Bezug die Sache. Wir sind nicht die Sache, aber es wird sich immer bezogen darauf, und von daher sieht man da schon den nichtigen Verwaltungsakt. Verfahren an ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet seine Zuständigkeit, Auslegungen und Anwendungen zum einfachen Recht grundsätzlich daraufhin zu prüfen, ob er zuständig ist, rechtswirksam tätig ist, willkürlich tätig ist oder seine Tätigkeit auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von Bedeutung und Tragweite von Grundrechten beruht oder mit anderen verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen Vorschriften und Normen unvereinbar ist. Da gibt es auch Bundesverfassungsgerichtsurteile, die stehen auch mit darunter. Also es ist ganz wichtig, hier zu verstehen, hier steht erstmal das Thema Sache. Das ist ja das, worauf sich der Gerichtsvollzieher ständig beruft. Dann haben wir völkerrechtliche Vorschriften und Normen. Wir haben hier Recht, 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 Recht ist höher. Jetzt kommen die Gesetze. Das heißt, damit wird das Recht schon mal extrem eingegrenzt und beschnitten. Und das kann nicht sein. Genau, das Recht darf man nicht verändern. Also er muss das prüfen, der Gerichtsvollzieher, und zwar schriftlich, begründet und glaubhaft. Mit seiner Unterschrift muss er das prüfen, ob er das Völkerrecht verletzt hat, die Grundrechte verletzt hat, ob er die Verfassung verletzt hat. Und das muss er begründen, glaubhaft, mit seiner Unterschrift. So hat es das Bundesverfassungsgericht Andy, festgelegt. dazu vielleicht ergänzend, weil die Vögel wollen ja immer wissen, wo steht das? Was kann man denen sagen, wo steht das, dass sie das müssen? Da steht hier, Vergleiche Bundesverfassungsgericht, da gibt es zwei oder drei Bundesverfassungsgerichtsbeschlüsse und Urteile. Die sind hier Genau. aufgeführt. Das vielleicht auch einfach mal selber durchlesen, das kann man im Internet raussuchen, einfach eingeben und dann einmal selber lesen, jeder für sich. So, jetzt gehen wir weiter
zweite Seite. Der Gerichtsvollzieher ist seit dem 01.08.2012 freiberuflich tätig. Das ist verdammt wichtig. Dazu gibt es auch einen Beschluss beim Oberlandgericht in München vom 05.02.2013, wo klargestellt wird, dass der Gerichtsvollzieher kein Beamter und kein Angehöriger bzw. Bestandteil einer Behörde bzw. eines Gerichts ist und rechtlich nach außen nicht als Beamter in Erscheinung tritt. Er ist als Privat mit eigenem Büro, welches er durch seine vereinnahmten Gebühren finanziert, zu betrachten. Der sich täuschend im Recht nennende Gerichtsvollzieher nimmt ca. 15% von dem, wessen er ohne öffentliches Recht privat rechtswidrig fordert. Und das ist, wie gesagt, das Thema. Der braucht die Kohle, deswegen braucht er auch eure Unterschrift, obwohl er nicht dazu berechtigt ist. Also privat darf man keinen treuhänderischen Verwaltungsakt tätigen. Und er macht ausschließlich einen treuhänderischen Verwaltungsakt. Den darf er privat nicht machen. Wenn er den privat macht, sind das schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit der Folge von Kriegsverbrechen. Und er ist weder berechtigt noch befähigt. Okay, gehen wir weiter. Am 31.12.2012 wurde beim Gerichtsvollzieherordnung der Paragraph 1 ist weggefallen und da stand drin, der Gerichtsvollzieher ist Beamter im Sinne des Beamtenrechts, das ist gestrichen worden. Der Hohn, der dabei entstanden ist, ist, dass bis, ich glaube, 2015 drin stand im 1er weggefallen und jetzt ist eine juristische Straftat entstanden in dem Sinne, dass der Paragraph 2, also der damalige Paragraph 2, jetzt Paragraph 1 ist. Das heißt, die Paragraphen wurden verschoben. Das ist normalerweise, wenn ich das von der rechtlichen Lage her sehe, darf man das nicht machen. Es muss weiterhin drinstehen, weggefallen. Da die aber selber wissen, dass sie Straftaten begehen, wird dort auch schon wieder Vortäuschung im Amt oder in der Behörde gemacht. Und das ist genau auch wieder ein Riesenproblem. Täuschung im Rechtsverkehr nennt sich das. So, dann haben wir den Paragraphen 2 der Gerichtsvollzieherordnung, der jetzt 1 ist, die Dienstbehörde. Da ist das Wort auf Dienstbehörde des Gerichtsvollziehers, ist das Amtsgericht, bei dem er beschäftigt ist. Sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist der aufsichtsführende Richter des Amtsgerichts. Wurde geändert in bei der ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung handelt der Gerichtsvollzieher selbstständig. Das bestätigt jetzt auch natürlich wieder, wenn man das liest, der 31.07.2012 wurde das alles geändert und am 01.08.2012, beziehungsweise vorher, also am 05.02.2013, gab es dann das Urteil, den Beschluss vom Oberlandesgericht München. Das heißt, man muss diese Verbindung, diese zeitlichen Abfolgen dann auch sehen, was ist da wirklich passiert. Er unterliegt hierbei zwar der Aufsicht, aber nicht der unmittelbaren Leitung des Gerichts. Unmittelbarer Dienstvorgesetzter des Gerichtsvollziehers ist der aufsichtsführende Richter des Amtsgerichts. Hierzu kann mal der Tim was sagen. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch zu ergänzen soll. Im Grunde genommen steht alles drin. Grundsätzlich ist es so, dass aber auch diese Gerichte sind privat und insofern sind sie genauso wenig befähigt noch befugt. Das Ganze ist hier eine riesige Täuschung. Und wenn man dann den Leiter eines sogenannten Amtsgerichtes nach seiner Legitimation befragt, das heißt, dass man könnte zum Beispiel das unter bedingter Akzeptanz laufen lassen, dann wird er diese bedingte Akzeptanz nicht erfüllen können. Und dazu ist er auch verpflichtet, entsprechend die Nachweise zu erbringen. Wird er auch nicht können und damit ist die ganze Sache im Grunde jetzt schon an der Stelle hinfällig. Also man sieht das, unmittelbare Leitung, nicht die unmittelbare Leitung, aber die Aufsicht. Also sie versuchen sich rauszuziehen, das Gericht. Sie sagen, ja, wir haben hier nicht beauftragt praktisch, aber wenn was ist, wenden Sie sich bitte wieder an uns. Wir machen doch irgendwie die Aufsicht. Ja. Also sie haben die völkerrechtliche Aufsicht. Ja, Verletzung der Aufsichtspflicht im Völkerstrafgesetzbuch.
Also was uns jetzt wichtig ist an diesem ganzen Gerichtsvollzieher 2-Dokument ist, damit ihr nachher versteht, warum wir das machen und warum die Delegierten letztendlich dann auch eingreifen müssen, um dann an den Generalbundesanwalt zum Beispiel zu schreiben. Das ist also wichtig, wie gesagt, deswegen gehen wir jetzt erstmal die Basics durch und dann gehen wir zu dem Schreiben. So, Paragraph 10 der Gerichtsvollzieherordnung, das Diensteinkommen nach Besoldungsrecht und die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst ist weggefallen. Logisch, weil er selbstständig ist. Paragraph 15 der Gerichtsvollzieherverordnung, Annahmen von Vergütungen ist weggefallen. Auch logisch, weil er privat ist. Paragraph 20, 24 der Gerichtsvollzieherordnung, die Zuständigkeitsregeln für den privaten Gerichtsvollzieher sind in örtlicher und sachlicher Hinsicht weggefallen. Streichungen am 01.08.2012, das kann sich jeder selber durchlesen. Wir möchten jetzt hier nicht alles vorkauen, sondern ein bisschen Eigeninitiative muss dabei sein. Wichtig ist, ihr braucht dieses Wissen, um einfach auch gegen ihn, gegen den Gerichtsvollzieher, darf man ja eigentlich so gar nicht nennen, gegen das private Inkasso bestehen zu können, weil es werden Fragen kommen. So, dann Streichung des Abschnitts 4 der Zivilprozessordnung, auch interessant, einschließlich des gesamten Abschnitts 4 ab Paragraph 899 bis 915 H, siehe Bundesgesetzblatt Teil 1 Nummer 48 vom 31.07.2009. Da sieht man das auch auf Seite 2258, in welcher der Aufgabenbereich der Gerichtsvollziehers festgelegt war. Das heißt, die haben den kompletten Aufgabenbereich, das Geltungsbereich der Zivilprozessordnung, das ist alles gestrichen worden. Ja, der gesamte Aufgabenbereich von dem Gerichtsvollzieher, der in der ZBO festgelegt wurde, ist gestrichen, weil zivil ist öffentliches Recht, Zivilprozess, also Zivilschutz, Genfer Abkommen, zivil, das ist öffentliches Recht. Und das existiert im Moment nicht mit diesen Verbänden juristischer Personen. Er ist privat, er kann kein öffentliches Recht machen. Deswegen wurden die Aufgabenbereiche der Zivilprozessordnung vom Gerichtsvollzieher gestrichen. Okay, dann der gestrichene Geltungsbereich im Einführungsgesetz der Zivilprozessordnung, Paragraph 1, lautet: Die Zivilprozessordnung tritt im ganzen Umfang des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. Die Konsequenzen auf die laufende Rechtsprechung der Streichung des Geltungsbereiches der Gesetze sind, dass die Gesetze wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig sind. Deswegen berufen wir uns hier auf das Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Dann jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres festhalten zu können. Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegend juristischem Inhalt hinreichend verstehen. Also ist auch wichtig, da kann der Frank vielleicht was zu sagen. Ja, also ich sage jetzt mal, wichtig dabei ist, dass man halt keine, ich sage jetzt mal, juristischen Voraussetzungen braucht, sondern dass das Ganze ja wirklich, wie es da steht, für jedermann gilt und auch für jedermann zu verstehen sein sollte. Also sprich, das Ganze mit einfachen Worten ausgedrückt ist und nachvollziehbar und dass das auch auf keinen Fall ein Hindernis sein sollte, wenn das mal nicht verstanden wird, sondern das muss eigentlich die andere Seite von selber schon vorgeben. Ja, das war 2006 in dem ersten Bundesbereinigungsgesetz, als sie die Geltungsbereiche gestrichen haben, von der Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz. Also die haben keinen Geltungsbereich. Genau. Und ein Gesetz, ohne Geltungsbereich ist halt ein nichtiges Gesetz. Also, und deshalb ist das halt... Sie wussten, dass das Gesetz privat ist und nicht an das öffentliche Recht gebunden ist.
Deswegen haben sie 2007 in den Bereinigungsgesetzen die Geltungsbereiche rausgenommen, die Alliierten, weil sie aus der Haftung raus wollten. Sie wussten, dass man das Gesetz nicht anwenden kann, dass es kein öffentliches Recht ist. Im Sinne der Richtigstellung, diese Klarstellung herrscht bei denen auch im Grunde genommen eine sogenannte Barrierefreiheit. Das ist nicht so wirklich zu nehmen wie ein Hindernis auf der Straße, sondern Barrierefreiheit bedeutet also die rechtliche Barrierefreiheit. Das heißt, damit verpflichten sie sich auch entsprechend die Nachweise zu erbringen. Können sie nicht und damit sind sie raus. Sie müssen das schriftlich glaubhaft, also schriftlich begründet und glaubhaft machen. Mit einer Unterschrift so. Und einem begründeten Text dazu. Und normalerweise sogar Stempel auf 12 Uhr. Ja. Und da spricht das Ganze dann überall in die Unterschrift, dass die nicht mehr erfolgt, weil es nicht mehr gültig ist. Also die Unterschrift ist privat. Eine Unterschrift im öffentlichen Recht muss beglaubigt werden von jemand anderem. Ja. Dann ist es öffentliches Recht, wenn die Unterschrift beglaubigt wird. Wenn die Unterschrift nur so geleistet wird, ist sie privat von denen. Ja. So, und analog dazu vielleicht, weil wir haben ja auch noch die EU-Ebene. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob es die Schweiz oder Österreich war. Ich meine, es war Österreich. Ist festgestellt worden, gerade vor 2 Wochen, dass alle Dokumente seitens der sich selbst ernannten Behörden oder sogenannten Behörden im Original mit Unterschrift an den mit im Verfahren oder am Verfahren Beteiligten herauszugeben sind. Ja, und es läuft jetzt gerade deswegen aktuell auch wieder in Deutschland ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet worden, weil das analog ist, allein wegen der Rechtsebene auf der EU-Seite. Okay, dann gehen wir weiter. Dann Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes, dann Paragraph 82 Strafgesetzbuch der Verfassungsgrundsätze, Bindung an Recht und Gesetz, Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft sind aufgehoben. Das stand auch im ersten Bundesbereinigungsgesetz, Gesetz über die Bereinigung vom Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 19. April 2006, Artikel 56, Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung. Die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung in der im Bundesgesetzblatt Teil 3 Gliederungsnummer 310-10 veröffentlichten bereinigten Fassung geändert durch Artikel 7 Absatz 17 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 wird aufgehoben. Also ihr müsst jetzt nicht die Paragraphen alle selber wissen, sondern es geht hier darum, um einfach ein Gefühl zu kriegen, was hier tatsächlich gerade passiert. Das erkennt man jetzt hier zum Beispiel im Paragraph 901 Zivilprozessordnung. Erlass eines Haftbefehls in Bezug auf Zwangsvollstreckungen, das ist ja das, womit sie ja gerne immer drohen, die Gerichtsvollzieher, dass sie sagen, wenn du die EV nicht abgibst, dann kommt ein Haftbefehl, dann wirst du eingesperrt und so weiter. Die eidesstaatliche Versicherung ist aufgehoben durch das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung vom 29.07.2009 im Bundesgesetzblatt 1, Seite 2258 mit Wirkung vom 01.01.2013. Da hieß es in der alten Fassung noch, bloß um das mal so ein bisschen zu verständlichen, gegen den Schuldner, der zudem zur Abgabe der eidesstaatlichen Versicherung bestimmten Termin nicht erscheint oder die Abgabe der eidesstaatlichen Versicherung ohne Grund verweigert, hat das Gericht zur Erzwingung der Abgabe auf Antrag einen Haftbefehl zu erlassen. In dem Haftbefehl sind der Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Verhaftung zu bezeichnen. Einer Zustellung des Haftbefehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht. Das ist, wie gesagt, jetzt geändert worden. Na, was heißt, es ist geändert worden? Also im Bundesbereinigungsgesetz ist das der Artikel 56, Zwangsvollstreckung, aufgehoben, im Artikel 56, im ersten Bundesbereinigungsgesetz im Jahr 2006. Und dieser Paragraph 901 Zivilprozessordnung, wo sie sagen, ja, wenn nicht, dann sperren wir dich ins Gefängnis, das ist aufgehoben worden. Das hat der Enrico gerade vorgelesen. Aber stehen gelassen haben sie 802 Zivilprozessordnung, Erzwingungshaft. Aber wir gehen da nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein.
Genau, 802G, Zivilprozessordnung, Erziehungshaft. Auf Antrag des Gläubigerlass erlässt das Gericht gegen den Schuldner, der dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldigt fernbleibt oder die Abgabe der Vermögensauskunft gemäß § 802c ohne Grund verweigert, zur Erzwingung der Abgabe einen Haftbefehl. In dem Haftbefehl sind der Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Verhaftung zu bezeichnen. Einer Zustellung des Haftbefehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht. Das ist hier genau ein ganz wichtiges Thema, was gerade Andi auch angesprochen hat. Sie versuchen trotzdem mit irgendwelchen ZPOs die Leute oder den Gerichtsvollzieher oder wem auch immer im Glauben zu lassen, dass er letztendlich einen Haftbefehl erstellen darf. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, hier muss der Delegierte eingreifen, weil es handelt sich um einen nichtigen Verwaltungsakt. Das kommt dann auch in dem anderen Schreiben vor. Das heißt, diese Gesetze dürfen generell gar nicht angewandt werden. Aber sie berufen sich darauf. Und das ist das, was wir oder ihr jetzt erstmal wissen müsst. Und wie gesagt, dann wir uns euch im zweiten Step dann das Schreiben vorstellen. Und da wird es dann auch klar, warum sie es nicht machen dürfen. Also sie haben den 901, wo sie mit der Haft drohen, haben sie gestrichen. 803 haben sie stehen lassen, drohen wieder mit der Haft. Und wir werden das jetzt in diesem Dokument und in einem weiteren Dokument erklären, warum man 802 nicht anwenden darf. 802 der Zivilprozessordnung, wo sie weiter mit Haft drohen, wenn man die Unterschrift nicht gibt. Und was das für Folgen, was das für Verbrechen sind, wenn man diesen 802 Zivilprozessordnung zum Beispiel anwendet. Dass es eben Verbrechen, völkerrechtliche Verbrechen sind. Weil das erklären wir dann jetzt im Laufe der Lesung. So, die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher händigt dem Schuldner von Amts wegen bei der Verhaftung eine beglaubigte Abschrift des Haftbefehls aus. Also muss ich vorstellen, alleine diese Perversität, dass das Oberlandesgericht in München urteilt, dass der Gerichtsvollzieher selbstständig ist. Das heißt, wenn ich das mal richtig deuten kann, jedes private Inkasso-Unternehmen, müsst ihr euch mal vorstellen, müsste jetzt oder würde jetzt vor Ort kommen mit irgendwelchen Constellis, dunkel angezogenen Polizisten oder wie auch immer und sagt, ja, ihr seid jetzt hier verhaftet. Das ist einfach nur noch krank, was hier passiert. So, jedoch darf das Gesetz mit dem rechtswidrigen treuhänderischen Verwaltungsakt nicht angewendet werden, da es nicht an das öffentliche Recht gebunden ist. Es ist nicht erlaubt, unfreiwillig gegen sich selbst eine Erklärung abzugeben. Es darf nach Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR 75529-01 in Bezug zu Artikel 6 und 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass kein Recht auf faires Verfahren und kein Recht auf wirksame Beschwerde besteht und nach Bundesverfassungsgerichtsbeschluss 1 BVR 176615 juristische Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und juristische Personen des privaten Rechts, wenn sie von öffentlicher Hand beherrscht und gehalten werden, sind grundsätzlich nicht grundrechtsfähig. Mit dem rechtswidrigen treuhänderischen Verwaltungsakten, die Abgabe der eidesstaatlichen Versicherung, Vermögensauskunft, welche eine zivilrechtliche Angelegenheit ist, nicht mit der Haft erzwungen werden. Nach Artikel 1 des Protokolls Nummer 4 zur Menschenrechtskonvention darf niemand die Freiheit deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Ist ja auch logisch, denn derjenige, der seine Schulden nicht bezahlen kann, da kommen wir erstmal dazu, wer hat eigentlich wirklich Schulden? Aber selbst wenn ihr Schulden habt, wer kann sie nicht bezahlen, dann kann es nicht sein, dass du noch oben eine draufkriegst, weil du sie nicht bezahlen kannst. Das ist einfach nur eine Perversität, die hier stattfindet. Artikel 53 der Europäischen Menschenrechtskonvention als Wahrung anerkannten Menschenrechte ist verletzt. Artikel 56 Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung. 310 bis minus 10. Die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung in der Bundesgesetzblatt Teil 3, Gliednummer 310 minus 10, öffentlichen bereinigten Fassung, geändert durch Artikel 7 Absatz 17 des Gesetzes. Vom 19. Juni 2001, Bundesgesetzblatt 1, Seite 1149, wird aufgehoben. Also das ist der Artikel 56 aus dem zweiten Bundesbereinigungsgesetz. Und vielleicht ist hier nochmal anzumerken, wenn Sie das Gesetz 802 Zivilprozessordnung anwenden wollen, nach dem Motto, ja, wenn du hier nicht unterschreibst und dass wir das in die Schufa eintragen können und dass du der Schuldige bist, sperren wir dich ins Gefängnis. Dann wenden Sie ein Gesetz an und entziehen damit gleichzeitig
demjenigen, den Sie mit Waffengewalt zwingen, da eine Unterschrift zu geben, demjenigen entziehen Sie im gleichen Zug die Grundrechte. Also Sie entziehen jemandem Grundrechte, begehen Kriegsverbrechen gegenüber den Zivilisten und sagen im gleichen Zug, wenn du das nicht machst, sperren wir dich ins Gefängnis. Also Sie wollen jemanden ins Gefängnis ziehen und im gleichen Zug entziehen Sie ihm die Grundrechte und begehen Kriegsverbrechen gegenüber den Zivilisten. Und das muss man sich mal vorstellen, was die hier machen. Ja? Also sie kommen mit Waffengewalt und sagen, ja, Grundrechte gibt es nicht. Wir machen hier Kriegsverbrechen jeden Tag. Und wenn du das hier nicht machst, bedrohen wir dich mit der Waffe, wenn du hier nicht unterschreibst. Also so kann man es vielleicht auch verstehen. Ja. Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Enrico sagte, bezahlen. Ja, das wird immer so lapidar gesagt, bezahlen. Es geht im Grunde um einen Ausgleich, eine Begleichung. Das heißt, in welcher Form ich etwas begleiche oder ausgleiche, das obliegt demjenigen, der das angeblich zu erbringen oder zu erfüllen hat. Das heißt, das können auch Dienstleistungen sein. Und das andere ist halt, dass wenn Sie nur von Bezahlung sprechen, kann man auch sagen, ich bin ja bereit, einen entsprechenden Werteausgleich zu tätigen. Das heißt, man stemmt sich nicht gegen, sondern sagt, okay, bringt mir den Beweis, dass ihr überhaupt berechtigt, geschweige denn auch befähigt seid. So, also Sie müssen schriftlich glaubhaft begründet widersprechen, ja, was Sie nicht können, dass Sie die Grundrechte entzogen haben und Kriegsverbrechen nicht begangen haben. Hier geht genau. Es darum festzustellen, dass Ihr schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist § 7.10 des Völkerstrafgesetzbuches, das ist Entzug der Grundrechte, in der Folge Kriegsverbrechen gegenüber dem Zivilisten begangen worden sind. Wenn mit Waffengewalt Verbrechen der Aggression, Völkerstrafgesetzbuch, das ist hier das, worüber wir reden, was Sie hier machen, was der Gerichtsvollzieher macht. Hier geht es nicht darum, das können wir in einem weiteren Gespräch klären, wie die Kommunikation mit dem Gerichtsvollzieher ist. Aber es muss hier klar benannt werden, wie es an Rechtsvorschriften, wie wir es hier eben vorgelesen haben, dass hier eben schwerste Verbrechen im Völkerrecht begangen werden. Und noch schlimmer, wenn der Gerichtsvollzieher ein Gesetz anwendet, was nicht an das öffentliche Recht gebunden ist und mit Waffengewalt versucht zu rauben. Ja, und meistens kommen diese Vögel ja halt unangemeldet. So. Und stehen plötzlich da und wollen dann gleich an die Acht auf den Rücken legen. Deswegen sprechen wir kommen dann noch hier, mit den Constellis. Deswegen sprechen so, wir ja, das hier ja, öffentlich auf. Die ganz kurz dafür. Darf ich vielleicht die Ergänzung nochmal anbringen, was vielleicht auch ein wirkungsvolles Mittel dazu noch ist? Okay, keine Widersprüche. Ein Schreiben als Vorlage parat zu haben, dass die bestätigen, dass sie die Bedingungen unterdessen oder die Voraussetzungen schaffen und haben, dass sie das durchführen und ausführen dürfen. So, und ich habe da mal ein paar Musterschreiben gemacht. Ich kann das mal reinstellen irgendwann, was ihr davon haltet. Jedenfalls, damit lassen sich Vögel sich hervorragend abwehren. Die lesen das und sagen, mache ich nicht, kann ich nicht. Ja, warum denn nun nicht? Und schwuppsiwupps sind sie weg, samt Constellis. Funktioniert nicht immer, aber zu 90%. Gut, dann würde ich sagen, dass der Enrico mal weiterliest. Genau, der Rechtsanspruch auf Grundrechtsfähigkeit, Völkerrechtsfähigkeit als unantastbarer Wert und Achtungsanspruch würde, um die Selbstbestimmtheit zur Freiheit mit der Umwelt agieren zu können, besitzt absoluten und Recht und Gesetz gebundenen Charakter und ist vom Grundsatz im kategorischen Imperativ gegeben. Auch wie der Bundesverfassungsgericht Urteil, diese Würde des Menschen, sein Wert und Achtungsanspruch, seiner rechtliche Anspruch ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung, Artikel 1 der Grundrechte. Bundesverfassungsgericht 30, 39, dann Bundesverfassungsgerichtsurteil, zwei Stück dahinter. Bitte einfach mal selber googeln und selber auch mal nachlesen. Artikel 1 und Artikel 19 der Grundrechte erklärt die Grundrechte und die Würde des Menschen als seinen Wert und Achtungsanspruch, seinen rechtlichen Anspruch für unantastbar und verpflichtet der Behörden, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung, die vollziehende Gewalt etc. als Grundrecht verpflichtete,
sie zu achten und zu schützen, wessen sie derzeit nicht können. Also wichtig. Also Sie entziehen die Grundrechte mit dem Verwaltungsakt und verletzen daraus die Würde des Menschen. Das ist eine schwere Würdeverletzung. Und die Würdeverletzung ist für den Zivilisten ein Kriegsverbrechen. Das finden wir im Völkerstrafgesetzbuch, § 8.9. Die schwere Würdeverletzung. Völkerstrafgesetzbuch, § 8.9. Wer eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person in schwerwiegender Weise entwürdigt, begeht Kriegsverbrechen. Hier finden wir das völkerrechtliche Verbrechen, wenn die Würde verletzt wird gegenüber den Zivilisten. Okay, gehen wir weiter. Also wichtig, nach diesem Schreiben würde ich sagen, machen wir mal 10 Minuten den Chat auf, dass sachliche Fragen gestellt werden. Bitte nicht eure Angelegenheiten, die ihr mit dem Gerichtsvollzieher schon habt. Wir werden morgen nochmal eine Schulung ansetzen um 14 Uhr und werden aber vorher auch das Schreiben, was wir nachher durchgehen oder was wir danach durchgehen nach der 10-Minuten Pause, dass wir das durchgehen können und dann könnt ihr das selber abends nochmal lesen und morgen früh eure Fragen oder morgen Nachmittag eure Fragen dazu stellen. Also das ist also wichtig, weil wir möchten schon, dass jetzt alles geklärt wird. Aber wie gesagt, in den 10 Minuten können wir den Chat mal aufmachen. Wenn sachliche Fragen noch dazu sind oder Anregungen, kein Thema, können wir drüber reden. Bloß dann machen wir weiter mit dem Schreiben, weil das ist wichtig, sonst kommen wir heute nicht durch. Also ich muss nochmal was anmerken. Es sind keine sachlichen Fragen, es sind neutrale Fragen. Also sachlich wäre die materielle Ebene, die Vermögensebene, die Sachebene. Das ist reine Materie. Das ist der reine Materialismus. Ja, im Grunde geht es auch um die subjektive und objektive, oder? Nein, die Sachebene ist der reine Materialismus, was hier die Verbände juristischer Personen machen. Sie haben das öffentliche Recht nicht, das immaterielle nicht. Das nicht vermögensrechtliche. Sie machen nur Vermögen, Sache. Also wenn nachher Fragen da sind, dann neutrale Fragen. Fragen stellen, aber versuchen, nicht zu viel Emotionen reinzubringen. Und sich versuchen, ein bisschen neutral zu verhalten. Ja, statt sachlich kann man denn, ich glaube, auch nüchtern sagen. Ich glaube, die wissen alle, was gemeint ist. Genau, wie ist das gemeint, was wir hier vorgelesen haben? Da kann man danach ein paar Fragen zu stellen, bevor wir dann zu dem zweiten Dokument kommen. Okay, gehen wir weiter. Also, die Würde des Menschen, sein Wert und Anspruch, sein rechtlicher Anspruch ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung. Artikel 1 der Grundrechte ist auch im Bundesverfassungsgericht festgehalten. So, dann nochmal Artikel 1 und 19. Der Grundrechte erklärt die Grundrechte und die Würde des Menschen als seinen Wert und Achtungsanspruch, seinen rechtlichen Anspruch für unantastbar und verpflichtet die Behörde, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung, die vollziehende Gewalt etc. als Grundrecht verpflichtete, sie zu achten und zu schützen, wessen sie derzeit nicht können. Das ist nochmal jetzt wiederholt. In keinem Fall darf das Grundrecht des Menschen als sein Wert und Achtungsanspruch sein, rechtlicher Anspruch unangetastet und in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Vergleiche auch Artikel 1 und 19 der Grundrechte sowie das Völkerrecht und humanitäre Völkerrecht. Vergleiche Bundesverfassungsgericht auch wieder Urteil. Die Grundrechte und der rechtliche Anspruch des Menschen müssen positiv geschützt werden. Vergleich auch hier wieder Bundesverfassungsgerichtsurteil. Durch Nichtbeachtung des rechtlichen Anspruchs der Menschen, Gläubigers und Zivilisten des Genfer Abkommens 4 ist die Stellung und Befugnisse, in welchen Namen des Bundes und Landes die Vollziehung des rechtswidrigen teuerländischen Verwaltungsaktes als Geschäft, Sache, deswegen steht überall Sache, außerhalb des durch Recht, Gesetz und Satzung bestimmten Wirkungskreises vorgenommen wurde, missbraucht. Vergleich hier Bundesgerichtsurteil und Bundesgerichtshofurteil, 2 Stück. Und beruhen auf schwere Rechtanwendungsfehler wie der Nichtberücksichtigung der offensichtlich einschlägigen Normen, Verfassungsnormen und der krassen Missdeutung der Normen, Verfassungsnormen, Vergleiche § 81, 92, 138 Strafgesetzbuch als Bindung an Recht und Gesetz und der Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft und beruhen damit auf sachfremden und willkürlichen Erwägungen. Auch wieder Bundesverfassungsgerichtsurteile einfach mal nachschauen. Was wir hier vielleicht nochmal anmerken können, ist hier der 138er vom Strafgesetzbuch. Also im Sinne
Dieses Paragraphen 138 Strafgesetzbuch macht sich jeder strafbar, der jetzt erkannt hat, dass mit dem Gesetz Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen werden. Also wenn man erkennt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden und Kriegsverbrechen, dann ist man verpflichtet, Strafanzeige zu machen. Wenn man das nicht macht, macht man sich strafbar. So haben Sie es privat in Ihrem 108, Paragraph 138 StGB festgelegt. Ja, also das ist auch im öffentlichen Recht so. Wenn man etwas erkennt und weiß das und bringt das nach außen nicht öffentlich dar, macht man sich selber, begeht man selber die Verbrechen oder Straftaten mit. Deswegen lesen wir das auch hier, weil wir das erkannt haben und wir verpflichtet sind, die Gefahr zum Ruhen zu bringen, dass die Gefahr nicht weiter fortgesetzt wird. Also 138 Strafgesetzbuch und 8192 Bindung an, also das sind Verfassungsgrundsätze, StGB, Bindung an Recht und Gesetz, Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft, das ist aufgehoben. Sie sind im Verband juristischer Personen mit Ihrem Gesetz nicht mehr an Recht gebunden, auch nicht mehr an das Gesetz. Und der Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft ist nicht mehr gegeben. Es ist Gewalt und Willkürherrschaft gegeben, da das öffentliche Recht nicht mehr vorhanden ist. Ethos und Recht sind in der Öffentlichkeit außer Kraft gesetzt. Okay, so, dann das Willkürverbot ist mit dem rechtswidrigen treuhänderischen Verwaltungsakt verletzt, da das Tätigsein in der Sache bei fehlender Grundrechtfähigkeit und fehlender Grundrechtbindung, fehlender Zuständigkeit zum vorrangig anzuwendenden Völkerrecht und seinen Verträgen etc., der Nichtbeachtung der des rechtlichen Anspruchs etc., bei verständiger Würdigung der das Grundrecht und dem Völkerrecht und seinen Verträgen beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf sachfremden Erwägungen beruhen. Die Grenzen zum Verfassungsverstoß sind mit dem rechtswidrigen treuhänderischen Verwaltungsakt überschritten, da die Auslegung seiner Verfahrensnormen sowie ihre Handhabung willkürlich und offensichtlich unhaltbar sind. Der Mensch muss gleichberechtigt mit Eigenwert anerkannt und als grundrechtfähiger Mensch behandelt werden. Also da auch wieder Bundesverfassungsgerichtsurteil. Insoweit steht dem Menschen ein Elementarschutz zu, weshalb alle Handlungen verboten sind, mit der die aus dem Menschenwürde fließenden Qualität verletzt wird. Die Gesetze verstoßen gegen das öffentliche Recht und verletzen die ewigen Normen des Naturrechts. Die Gesetze sind ihres Inhalts wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Sie entbehren nicht nur der verpflichtenden Kraft, sondern sind rechtsungültig und dürfen von niemandem befolgt werden. Ihr Unrechtsgehalt ist so erheblich, dass sie niemals zur Würde des Rechts gelangen können, obwohl der Gesetzgeber diesen Inhalt in die äußerlich gültige Form des Gesetzes gekleidet hat. Auch wieder Landgerichtsurteil. Die Verletzung des Zitiergebots Artikel 19 in der Sache mit dem rechtswidrigen treuhänderischen Verwaltungsakt bewirkt die Verfassungswidrigkeit der Gesetze. Ja, Artikel 19, vielleicht kann man da noch mal was zu sagen. Das ist das Zitiergebot. Also Sie müssen immer zitieren, wenn Sie ein Grundrecht verletzt haben. Sie zitieren das niemals, weil das Gesetz nicht an das Grundrecht gebunden ist. Weiter ist im Artikel 19 festgelegt, dass es juristische Personen gibt, die grundrechtfähig sein können. Ja? Also die Grundrechtfähigkeit einer juristischen Person ist im Artikel 19, im Zitiergebot ist das festgelegt. Ja? Also, wenn Sie das nicht zitieren, ist es nichtig, was Sie machen. Sie müssen immer zitieren, welches Grundrecht Sie verletzen. Sie zitieren das niemals. Sie umgehen komplett den Artikel 19 der Grundrechte, weil Sie nicht an die Grundrechte gebunden sind mit Ihrem Gesetz im Verband juristischer Personen. Das ist auch das, warum viele bei den Gerichtsvollziehern teilweise auch nicht weiterkommen. Weil viele schreiben ja den Gerichtsvollziehern ganz nette Briefchen, die mit Sicherheit auch einen gewissen Rechtsgehalt haben. Das Problem ist aber bloß, vielleicht schreibt dann derjenige noch ans Amtsgericht, also den sogenannten Dienstvorgesetzten.
Aber was dann fast keiner mehr macht, ist an den Bundesgeneralanwalt oder an die Staatsanwaltschaft oder sonstiges eine Anzeige zu schicken. Eine Selbstanzeige in dem, oder also eine Anzeige, dass man eigentlich mit sich selber ein Kriegsverbrechen aushandeln sollte, aufgrund deren Vorgaben. Also das ist verdammt wichtig und das ist genau das, was wir in Zukunft machen werden als Delegierte. Wir werden, wenn so eine Misshandlung oder eine Aggression stattfindet, muss der Zivilist selber natürlich den Gerichtsvollzieher komplett mal ein Schreiben zukommen lassen, was wir gleich vorstellen. Aber wir müssen parallel natürlich integriert werden in die Angelegenheit und werden dann diese Strafanzeigen letztendlich beim Bundesgeneralanwalt und Staatsanwaltschaft und so weiter dann hinschicken, dass praktisch das sofort aufhört und eingestellt werden muss. Auch die Daten müssen aus diesen Registern gelöscht werden. Ja, wie wir das eben auch gelesen haben. Sie haben sich selbst festgelegt, 138 Strafgesetzbuch. Wer das nicht macht, wer diese Verbrechen im Völkerrecht kennt und keine Strafanzeige macht, wird mitbestraft. So, Ingo, ich würde sagen, mach doch mal den Chat für 10 Minuten auf, bis 14.10 Uhr oder 14.05 Uhr, 15.05 Uhr, dass wir den aufmachen. Dann können jetzt Fragen gestellt werden und dann gehen wir weiter in dem Schreiben. Und wie gesagt, morgen, ich denke mal um 14, 15 Uhr werden wir nochmal ein Sonderseminar machen. Dann geht es eben, wie gehe ich mit dem Gerichtsvollzieher um? Und ihr könnt eure Fragen nachher zu dem Schreiben noch stellen. Und dann, denke ich mal, kommen wir ein ganz, ganz großes Stück voran. Ich würde vorschlagen, wir beenden auch die Aufnahme, dass das der erste Teil sozusagen ist. Und dass wir dann eine neue Aufnahme nochmal starten. Perfekt. Moment.